Trinkt. Weiß ich, renn wieder rein, Cypher bleibt wieder stehen. Wo läuft die Stage eigentlich hin? Ich hab... Was? Das ist so unverschämt, wie die spielt, ne? Was ist das? Oh. Warum sneakt sie? Ich verstehe gar nichts mehr. Hat der Füße ja schon? Ja. Sie sneakt einfach. Oh. Hey, da kommt einer zu euch. Tschüss. Aber mal davon abgesehen, dass... Was war das denn jetzt? Kommt noch einer. Was war was? Wieso... Also wieso hat der Breach die nicht gekriegt? Na klar, ich glaube, der wollte die One-Tappen oder ich weiß auch nicht, was seine Emotion war, aber... Oh, seine Emotion? Posteingang. Willst du die E-Mail lesen? Oh. Ja, kannst du eine E-Mail lesen. Oben bei A da. Komm bei A, komm bei A. Unser Team hat sich mit der Rechtsableitung getroffen, um die... Oh, jetzt kann ich nicht mehr lesen. Ne, es geht immer nur zu Rundenbeginn. Oh, Tone kommt auch. Sage hat 90, Omen 30. Ja, ist also... Ja. Mach mal kurz mal die Tür zu. Ach komm, Alter, es ist ein Timing, ey. Kevin, kommst du klar? Ja. Oh, verdammt.
Ach ja, genau, Alter. Und die Sage beschwert sich, ey. Wow. Oh, schade. Das wär's fast gewesen, ey. Supply ship en route. Using mech kit. Hier ist einer, der hat sich unsichtbar gemacht. Gehst du rüber? Das Phantom. Jawohl! Mit den Killen. Need to wear clothes. Ist 90 oder sowas? Ja, also das letzte Mal war ich so 1,85, 1,87 oder sowas. Ist ja nicht, dass man scheiße so schlafen kann. Hab ich Mühe gegeben. Also könntet ihr auch mal mit pushen, ne? Wär ganz nett so. Hey, ach ja. Was ich jetzt so gelesen habe, so die außergewöhnlichsten Rekorde, da ist auch ein Teenager, der hat Schuhgröße 56. Das war aber mal so von 2019 und der müsste jetzt auch mittlerweile so um die 20 sein. Ne? Der hätte schon mit 14 Schuhgröße 49. Oder nee, 47. Der ist eingetragen mit den größten Teenager-Füßen der Welt. Wow. Unnützes Wissen Nummer 97. Ja, genau. Ungefähr wie die 4 Uhr-Stellung. Was? Eine Schweinerei ist das gerade schon wieder. Ja, das hab ich auch. Die 4 Uhr-Stellung ist halt eben, du hast dein Messer und Gabel halt eben so auf dem Teller liegen, dass der Kellner weiß, dass du satt bist. Ja, dann gibt's ja noch, das hat nicht geschmeckt, und dann gibt's noch das und das und das, und dann gibt's noch das Besteck und dem Besteck, und dann... Wir sind aber jetzt weiß, nicht bei Kniegel. Elitären Kreise. Ja, ganz schlimm, sage ich dir.
Das hat drei Gabeln und fünf Löffel und dann gibt's da so ein Messer und ein Buttermesser und ein Brotmesser und dann... Boah, ist das anstrengend. Ja, total, oder? Ja. Dabei will man einfach nur essen. Ja. Lass das ganze Besteck immer liegen, nimm einmal Gabel, ein Messer und dann war's das. Alle gucken dich so an, dieser Kretag. Dieser gekaufte Nord. Dieser Frevler. Er benutzt nicht alles am Besteck, was da liegt. Der hat den Spülchef nicht lieb. Jo. Also neulich im Restaurant saßen Kollegen und ich da und wollten uns dann mal Wein bestellen. Und dann sagten wir zu dem Ober, das war in England, Waiter, two sherry please. Da fragt er so, dry, und wir darauf so, nein, zwei. Oh, Digga, so dumm. Wie ist der denn schon wieder gestorben, da der eine? Kanalpunkte, warte mal. Lachst du immer noch, Daniel, oder was? Oh, verdammt. Ich dachte, ich hätte eine gehabt. Denken ist nicht wissen, Mann. Kämpft ja auch mit dem, wenn ihr eh schon wisst, dass sie besser sind als wir. Der hat ihn fast gehabt. Ja, ja, bei dir fast gehabt, Mensch, was heißt das? Er hatte kein Schild mehr gehabt. Ja, und du bist komplett tot, Marc. Daniel, alles gut? Ja, alles gut. Was lachst du denn so krass? So, ja, das so war lustig. Ja. 2, nein, 2. Ja. Ja, natürlich weiß ich, dass du ein Trunken heißt. Ja. Ja, Gott sei Dank. Oh, keine Steps bei mir, ne? Die macht mich echt kirre. Meine? Mhm. Der ist da unten. Wo unten? Da unten, wo ich markiert habe. Der hat dir gerade eine Granate hochgeschmissen zur Aufklärung. Ah, ich seh ihn. Oh, er ist low. Ah, ich treffe ihn nicht. Hä, wie treffe ich ihn nicht? Ich spring jetzt runter. Ups. Zwei Leute sind jetzt. Hab ihn. Den hat's ein bisschen zu spät. Ich komm nicht an. Hat er gerade geschossen? Und bevor uns, ne? Aber wo kann man denn hier reviven noch dahin? Ist er wieder hoch? Two enemy squads remaining. Ah, einfach gesniped. Was war denn das Weiteste, was ihr mal so bereitet habt? Keine Ahnung. Supply ship in route. Nochmal. Das war jetzt die Frage. Was war denn so das Weiteste, was ihr mal so bereitet habt? Mal gucken. Bei mir war es Schottland. Ich weiß jetzt nicht, was weiter weg ist. Ob Barcelona weiter weg ist? Oder... Oder? Wo sind die Leute? Oder Brasov. Wo sind die? Die sind alle da unten noch auf der Insel. Ich glaube, das ist ungefähr so wie... Er hat einen Headshot. Ich muss mal nach oben rotieren. Ah. Was hast du denn in Schottland gemacht? Hast du da einen Schottenrock gekauft? Mhm. Oder... Dudelsack geschossen? Ich hab tatsächlich mit zwei Musikern schottische Musik gespielt. Ah, okay. Da haben wir Amazing Grace gespielt zusammen.
Und wir haben da unsere Freunde besucht von unserem Fanfarenkorps, weil wir da halt eben eine Partnerschaft haben. Okay. Er ist mit dem Fahrzeug unterwegs. Da waren wir mit der Fähre unterwegs. Und da hinter dem Berg. Du warst mit was unterwegs? Kommen die hier durch? Mit der Fähre. Ich glaube, da keine Schildfähre. Da sind wir im Reisebus von näher aus gestartet, Busbahnhof. Nein, jetzt ernsthaft? Mit dem Bus? Warum seid ihr denn da nicht hingeflogen? Da seid ihr sofort da. Hier, ich droppe dir ein bisschen was. Wir hatten ja die ganzen... Okay. Oh, wie lange seid ihr denn da gefahren? 200 Jahre, oder? Nee, 17 Stunden über den großen, weiten Ozean geschippert. Oh, wie schrecklich, Alter. Wie schrecklich. Ja, mit Übernachtung auf dem Schiff. Ich habe hier Steps bei mir. Ey, 17 ja. Stunden. Der ist hier oben im Tower. Okay. Ja. Und das war. Wir sind so die Fähre. Oh mein Gott, macht der Damage, holy shit. Die Fähre. Da bin ich nicht. Bitte. Nein, jetzt hat er mich noch. Von Amsterdam, Rotterdam, wo die ab. Ich hab ihn zerstört. Und des Morgens waren wir halt eben so gegen 11 Uhr. Ich hatte noch eine Kugel im Magazin. Deutsche Zeit, 11 Uhr, englische Zeit, Handeln mit ihm da. Ja, das ist ja toll. Oder umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht. Nee, wenn man. Nee, ja, aber so ein Musikinstrument, das passt doch auch normalerweise in so einen Koffer, oder nicht? Ja. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.